Es ist wieder Sonntag und ich habe euch einen älteren Film mitgebracht. Letzte Woche war es Darren Aronofskys Black Swan. Und da ich den Regisseur so mag, habe ich mir gedacht, bringe ich euch heute auch einen Film von ihm mit. The Fountain, den aber eben nicht jeder kennt. Also The Fountain heißt der Film, spielt in drei Zeitebenen, jeweils dieselben Darsteller. Hugh Jackman und Rachel Weisz übernehmen hier die Hauptrollen. Und die erste Zeitebene ist so ganz weit in der Vergangenheit. Hugh Jackman ist ein Konquistador und möchte der Königin Rachel Weisz den Baum der Unsterblichkeit mitbringen. Im Hier und Jetzt, also in der absoluten Gegenwart, das ist auch egal, ob das jetzt vor 3 Jahren war oder heute spielt, ist Hugh Jackman ein Krebsforscher, der unbedingt ein Mittel gegen Krebs finden will, weil er eben seine Frau, auch hier Rachel Weisz, daran erkrankt ist. Und die dritte Zeitebene spielt in der Zukunft, ist ziemlich abgefahren und kaum in Worte zu fassen. Das sollte man sich deswegen unbedingt angucken, damit man weiß, was Sache ist. Aber diese drei Zeitebenen gibt es eben. Und Hugh Jackman schwebt durch die Zukunft in so einer verrückten Kugel. Sollte man sich angeschaut haben. Damit ihr aber seht, wie es aussieht, bekommt ihr hier einen Ausschnitt. Izzy? Is? Tommy? Ich will, dass du dir hier etwas ansiehst. Die Maya nannten ihn Xibalba. Es war ihre Unterwelt. Es ist ein Nebel, der einen sterbenden Stern umhüllt. Mein Buch, ich schreibe darüber. Ich dachte, das spielt in Spanien. Es beginnt da und endet da. Da gibt es so viele gesunde Lichtpunkte am Himmel. Wieso wählen sie einen, der dem Tod nahe ist? Wenn du endlich die eine gefunden hast, auf die du immer gewartet hast, wie weit würdest du gehen, um sie nie wieder zu verlieren? Sie hatte einen Anfall. Ich hab Angst. Ein Mann, Dr. Creel, begibt sich auf die Suche. Das Altern verhindern und den Tod ist unser Ziel. Niemand entwickelt neue Medikamente über Nacht. Eine Frau hat begonnen, eine Geschichte zu schreiben. Es wird Zeit, dass du es liest. Es ist nicht fertig. Fang es an, ja? Sag mir, was du denkst. Werdet ihr mir das Elixier der Unsterblichkeit bringen? Bei meiner Ehre und meinem Leben. Je mehr er sich mit dem Mysterium beschäftigt, von dem sie erzählt, desto näher kommt er dem Geheimnis, das sie retten kann. Ein besonderer Baum wächst dort, versteckt, die Geburtsstätte des Lebens. Es heißt, der da trinkt von seinem Saft, wird ewig leben. Das ist es. Der Urwaldbaum aus Guatemala. Manny sucht die Ableger. Ist es das hier? Los. Ich bleib. Mein Conquistador, immer auf Entdeckung. Keine Angst. Wir sind fast da. Der Tod ist eine Krankheit. Doch es gibt Heilung. Und ich finde das Mittel dazu. Hugh Jackman. Du solltest bei Izzy sein. Aber ihretwegen bin ich hier. Rachel Weisz. Bring es zu Ende. Ich weiß nicht, wie es endet. Du weißt es. Du wirst es. Ich will, dass du bei mir bist. Ich werde immer bei dir sein. Ich verspreche es. Ich fürchte mich nicht mehr, Tom. Xibalba, du hast mich durch alle Zeiten mitgenommen. Gemeinsam leben wir für immer. The Fountain. Ein Darren Aronofsky-Film. Darren Aronofsky ist ja dafür bekannt, dass er seine Kamera immer sehr nah an den Protagonisten lässt. Und auch das ist hier bei The Fountain der Fall. Man ist ganz nah dran, was da passiert. Heißt jetzt nicht, dass man das Gefühl hat, gleich läuft Hugh Jackman irgendwie gegen die Linse, sondern es ist einfach immer ein sehr intensives Erlebnis, diese Filme anzuschauen. The Fountain ist aber mit das komplizierteste Stück, was Darren Aronofsky rausgebracht hat, und vielleicht auch deswegen haben es gar nicht so viele Leute sich angeschaut. Er geht sehr philosophisch, sehr, sehr tief, an einigen Stellen dann aber auch wieder ein bisschen zu oberflächlich, aber wir bleiben mal bei der Komplexität des Films, die mich sehr in den Bann gezogen hat, weil das ist ein Film, den sieht man unglaublich gerne, weil er fantastisch aussieht, aber man überlegt doch die ganze Zeit, man nimmt Sachen mit, man versteht nicht alles, gerade am Ende, wenn der Abspann läuft, steht man da und denkt sich so, okay, also im besten Falle sitzt man, aber sitzt man da und überlegt sich so, hä, was ist denn da jetzt passiert, habe ich das alles verstanden, ist deswegen ein Film, den man sich ganz, ganz toll ein zweites Mal anschauen kann. Denn man versteht nicht alles direkt zu Beginn. Also falls ihr euch den Film jetzt angucken solltet und ihr nicht alles versteht, guckt weiter. Das ist gewollt, erklärt sich auch im weiteren Verlauf. Außerdem finde ich die Zeitsprünge auch sehr geschickt gewählt. Also es ist eigentlich nie das Gefühl, dass ich jetzt da sitze und sage, Moment mal,
jetzt hättest du doch länger noch dort bleiben müssen. Also die Wechsel zwischen den verschiedenen Zeitebenen sind gut gewählt. Nicht immer direkt offensichtlich. Das dauert immer manchmal einen kleinen Moment, bis man wieder versteht, wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Was soll das Ganze? Dieses Puzzle wird aber Stück für Stück fortgeführt. Ist also auch für Rätselfreunde, die einen Rätselspaß haben wollen. Richtig guter Film. Was ich besonders beeindruckend finde, ist, dass der Film nicht viel gekostet hat, aber eben so toll aussieht. Das liegt nämlich daran, dass die visuellen Effekte gar keine richtigen visuellen Effekte am Computer sind, sondern, also in der Zukunft dieses Spiels, es sind mikroskopische Aufnahmen von chemischen Reaktionen. Das heißt, alles, was ihr seht, diese Welt, dieses Universum, existiert auch im Hier und Jetzt, aber eben nur in ganz, ganz klitzeklein. Und das finde ich eigentlich eine schöne Sache, weil es wirkt so unglaublich toll. Und ich habe es auch danach nie wieder im Kino gesehen, dass man sagen muss, scheiß auf Computer, die Natur und die Chemie gibt uns das alles. Das hat er sich zunutze gemacht. Finde ich toll. Die schauspielerische Leistung ist einfach wieder eine richtig 1 plus, wirklich vom Allerfeinsten. Wenn Rachel Weisz anfängt zu weinen, bricht bei mir auch etwas im Herzen durch. Und ich möchte sie in den Arm nehmen und trösten. Soweit dazu. Der Film ist toll. Ein bisschen zu komplex an einigen Stellen, an anderen Stellen aber zu oberflächlich. Und die philosophischen Ansätze sind meistens sehr gut. Aber ihr wisst ja, ich sage immer gerne die Kalendersprüche oder Glückskekse hatten wir auch schon. Ein paar Momenten driftet es ein wenig ab. Finde ich aber gar nicht schlimm. Deswegen gebe ich dem Film immer noch richtig starke 9 von 10 Punkten. Schaut euch den mal an. Ist was ganz anderes. Also alle Freunde, die den Film mit mir dann irgendwann mal geguckt haben, weil ich gesagt habe, so, jetzt tun wir mal was für Geist und Hirn, waren danach so, ja, Dominik, das war wirklich anders. Das war irgendwie ganz anders, als was ich bislang gesehen habe. Ich habe auch noch nicht alles verstanden, aber der Film war gut. Ich glaube, ich möchte ihn ein zweites Mal sehen. Und wenn das ein Film schafft, dass man ihn direkt unmittelbar nach dem Sehen ein zweites Mal sehen will, dann ist das ein guter Film. Deswegen gibt es aus der Filmfabrik 9 von 10 Punkten. Schaut euch den an, The Fountain von Darren Aronofsky. Hat euch die Review zu The Fountain gefallen, lasst mir noch mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr sagt, oh nö, das hat ja jetzt überhaupt gar keinen interessiert und war auch richtig schlecht von dir, dann gebt mir den Daumen nach unten. Ansonsten habt ihr hier die Möglichkeit, euch den eben schon angesprochenen Black Swan in der Review noch mal anzuschauen. Ihr wisst ja, sonntags kommen jetzt immer um 14 Uhr Filme, die es schon auf DVD gibt, die euch also ausleihen oder kaufen könnt und zu Hause genießen könnt, wenn ihr wollt. Kommt auch gleichzeitig doch zu Instagram, Facebook und Twitter oder einfach zur nächsten Filmkritik hier in der Filmfabrik mit mir, dem Dominik.